Solange die Europäische Union mit dem Binnenmarkt gut klarkommt, wird das Vereinigte Königreich Probleme haben, Anders Eklof, Swedbank. David Davis, der Brexit-Sekretär, droht, dass England die Verhandlungen zum Brexit abbrechen wird, falls die Europäische Union die Scheidungsrechnung nicht reduzieren sollte. Inwiefern hat dies das Pfund beeinflusst? Englands Position innerhalb der Verhandlungen zum Brexit ist nicht sehr stark. Das größte Problem ist, dass man diese Verhandlungen nicht bis ins Unendliche hinausziehen kann. Je länger die Verhandlungen dauern, umso mehr steigt die allgemeine Unsicherheit, was die wirtschaftlichen Aussichten Großbritanniens angeht. All das wird das Pfund natürlich nach unten ziehen. Im Mai hat die Einheitswährung ihre Positionen zum Pfund aufgewertet. Wie lange wird dieser Trend anhalten? Die momentane Situation unterstützt den Euro. Nach den Wahlen in Frankreich konnte der Euro endlich wieder durchatmen. Die Kapitalflüsse in europäische Vermögenswerte werden immer größer. Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben die Erwartungen der Marktteilnehmer übertroffen. All das könnte die Einstellung der Europäischen Zentralbank verändern. Ich finde, dass die Märkte momentan jedoch zu stark enthusiastisch sind. Wir rechnen mit einer Konsolidation, weil die Europäische Zentralbank einen viel zu raschen Anstieg des Euro aufhalten wird, um das Stimulationsprogramm so schnell wie möglich zu beenden. Von einer Leitzinserhöhung liegt die Notenbank jedoch noch weit entfernt. Der Vorsitzende des Europäischen Ausschusses für Auslandsangelegenheiten findet, dass England der größte Loser des 21. Jahrhunderts ist und dass die Europäische Union in den nächsten 10 Jahren dominieren wird. Wer wird Ihrer Meinung nach langfristig dominieren, das Pfund oder der Euro? Wir gehen davon aus, dass das Pfund Probleme haben wird. Vor dem Hintergrund eines schwachen Pfund wird England die aufkommenden Probleme schneller lösen können. Solange die Europäische Union mit dem Binnenmarkt gut klarkommt, wird das Vereinigte Königreich Probleme haben, vor allem was die Suche nach neuen Handelspartnern angeht. Damit die Produktivität weiter stark bleibt, kann es sein, dass auf die britische Wirtschaft einige Veränderungen zukommen. Ich denke, dass das Pfund der langfristige Loser sein wird. Langfristige Prognosen sind jedoch schwer einschätzbar. Anders, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran. Bis bald.